Weiter spielen. Ich wollte gerade schon sagen, du bist nicht auf Abbrechen gegangen, ne? Ja, leider nicht. Oh, leider. Hast keine Lust mehr? Nein. Wenn du keine Lust mehr hast, dann kannst du Bescheid sagen. Nö, ich hab noch Lust. Meinte ich nur so, weißt du? So, einfach so. So, der Säher fährt wieder. Grober habe ich gehört. Der Drescher drescht. Mann, ich möchte Raps verkaufen. Oh, nur 95 Liter da drin. Fällt mir ein. Wir können jetzt so eine Folge machen. Hast du ein Glas verkauft? Nein. Ich bin gerade, sitze gerade in einem drinnen. In welchen denn? Dem, der am Innenstand, weil ich sollte ja keinen Helfer nehmen. Willst du ihn wieder? Ach so, stimmt. Nee, muss nicht sein. Aber warte, ich kann kurz aussteigen, dann kannst du dich wenigstens bis hier ins Dinge. Ich kann den von der Sämaschine nehmen. Wohl hier, nimm den. Also, lauf doch kurz. Der Säher ist fertig, dann kann ich den auch nehmen. Ich dachte, warum, setzt du den nicht aufs nächste Feld und läufst da stehen? Okay. Okay, dann setz ich kurz in dem, geh wieder raus und dann lauf dahin. Ich lass den Seher jetzt in Ruhe. Oh. Er braucht auch seine komische Pause. Helfer macht da noch irgendwelche. Er braucht auch seine Pause. Irgendwas macht der komische Helfer noch. Und ich lauf. Nein, spawn noch kurz in meinen. Also geh doch kurz in meinen. Dann kannst du, hast du kurz einen Weg. Aus da, meins. Super, schön abgekürzt. Aber nur ein bisschen, ne? Nur ein kleines bisschen. Wir müssen nur gleich gucken. Ich würde sagen, nach 2,5 Stunden pausieren wir dann mal. Weil sonst wird meine Platte nachher noch zu voll. Explodiert die, ne? Nee, das nicht, aber... Ich muss ja noch irgendwo drauf rendern. Stimmt. Wie viel Geld hast du noch? Ich hab noch... Kapital 4.500. Okay, dann kann ich ja auch noch den Trecker auftanken. Ja. Kann ich mir noch leisten. Diesen Monat geht das. Dann renne ich kurz zu dir. Helf dir noch was. Ne, ich guck mal, was die Geräte so machen. Wie sieht's denn aus mit dem Hunger von der Kuh? What? Die nächste kann man mal nein, eigentlich nicht. viel zu viel. Also langsam müsste das Gras ja mal vergammeln, oder? Eigentlich schon. Muss ich mal gucken, wie sieht das eigentlich aus da? Wieso hat der Helfer wie voll aufgehört? Ist er will mich hier auf den Arm nehmen. Doch H gedrückt. Genau, setz mal beide Helfer richtig hin. So. Man sieht gar nicht, dass Gras in dieser, in dem Futterding ist. Nee, naja, doch. Aber sieht gar nicht so viel aus. Sieht nicht nach 60 Tonnen aus, ehrlich gesagt. Ja. So, dann gucken wir mal, was die Kuh hier macht. Den, Helfer, mache ich ja später. Also jetzt nicht. Ich muss ja noch spritzen. Ich hab andere Sachen zu tun als du. Wahahaha. Ah. Oh, fast hätte ich das Dach weggerissen. Oh, mein Ohr, ne? Das tut so weh. Also gleich muss eine Aufnahmepause her. Okay. So ab 15, also 2 Stunden 15, also noch 10 Minuten. Dann könnte man eine kleine Pause machen. Dann morgen oder übermorgen oder was? Ja, oder mal gucken. Dann habe ich jetzt schon wieder für 2 Wochen mal Parts. Oh, das ist sehr gut. Da können wir ja und irgendwann mal mit der, du weißt, mit der Momo-Map anfangen. Ja, mal sehen. Oh, fast ein Überschlag. Mann, ich hab mein Trecker, der Trecker hat fast einen Purzelbaum gemacht. Mann, Kuh. Ja, regt die dich auch auf? Ja. Ey, du dumme Kuh. Hast du eigentlich keine Augen im Kopf? Und sehe ich schon.
Deswegen finde ich das ja besser, ja, wenn man klar. So eine Leine nehmen könnte, die dann da durchführen könnte. So, gib Gas. Jetzt scheuche ich die hier richtig. Permanent nur Ende drücken. Mann, gib Gas. Ich habe jetzt nur für dieses Feld, was ich hier gerade im spritze, schon zweimal, dreimal aufgefüllt. Ja, das ist ein ziemlich großes, ne? Ja. Okay, sie geht rein. Sehr gut. Yay! Hat die aber einen prallen heute. Wie meinst du das prall? Keine Lust, Leute. Der sieht voll aus. Der sieht voll aus. Oh, ich sitze auf der Kuh. Ja. Wenn die jetzt losgeht, so fällt cool. Sie wieder runter. Nee, nicht, wenn ich hinterher mitgehe. Wow, wow, auf der Kuh, das... Mano. Und wenn ich pfeife? Dann rennt die weg. Nee, die macht gar nichts. So bleibt sie stehen und irgendwann sprintet sie dann los, ne? Und voll unerwartet. So, weg hier. Was macht ich auch so? Hast du eigentlich heute schon gespritzt? Diese paar Party. Nein. Mann. Hast du schon gegrobert? Ganz kurz. Ja, ich auch. Ich hab sogar schon länger als du. Hast du was? Ich hab am meisten gedrescht. Ich auch. Nein, eigentlich habe ich bis jetzt am meisten gespritzt. Aber letzte Aufnahme habe ich am meisten geerntet. Da saß ich ja fast nur drin. Man merkt, dass das deutlich schneller geht mit mehreren Leuten. Oh ja. Wenn du überlegst, wäre ich jetzt nicht da, ne? Da müsstest du jetzt spritzen. Und hättest nicht die Kuh reinscheuchen können. Genau. Oder das Feld wäre nicht gespritzt. Ja. Oh ja, ich mach mich echt nützlich. Ja, der liebe Grober. Der Grober hat gerade mit 28 km/h. Cool. Er gibt hier immer noch Gas, der Drescher. So, eigentlich kann man jetzt hier schon wieder... Du machst immer 15 Minuten Folgen, ne? Richtig. Okay. Wieso? Ich wollte noch fragen. Damit ich auch ein bisschen drauf achten kann, wie viel, wie lange und so. Wie viele Parts und so. Ja, man kann ja auch zwei Aufnahmen aneinander schneiden. Man aber nicht. Oh, muss man nicht. Kann man aber notfalls. Kannst ja machen. Müssen wir nur öfters aufnehmen. Ja, mal sehen. Oh, schau mal. So. Ich habe nur noch diesen... Immer der gleiche Tor von Traktor. Bist du noch da, oder?
Ich bin nur so ruhig. Ja, klar. Ja, ich konzentriere mich hier gerade. Okay. Ich fahre hier ein bisschen. Ich würde auch mal auf jeden Fall gerne noch bis Mitternacht machen. Weil wegen Preise. Oh ja, können wir ja machen. Noch 4 Minuten, dann haben wir 2 Stunden und 15 Minuten aufgenommen. Wären das ungefähr 9 Parts. Oh, ist schon leer. War ziemlich genau 9 Parts. Ah, der Klaas, der zieht schon ziemlich. Ja. Der hat schon gut Power. Aber. Er schluckt obwohl, auch. Obwohl, ich habe jetzt eigentlich sehr viel gefahren mit Tempomat und so. Und der hat vielleicht 100 Liter gezogen. Ich habe einmal das komplette Boah, fast. Ja, fast gar nichts. Ja, genau, fast gar nichts. 100 Liter, nee, ist klar. In echt 150 Euro. Die Dieselpreise oder die Benzinpreise sind ja echt Hammer, ne? Ja. So, ich bin schon ganz aufgeregt hier. Bald kommen die neuen Preise. Schon wieder aufgeregt, ja. Ja. Noch 2 Stunden, ne? Countdown. Genau, zählst von 2 Stunden runter, ne? Anderthalb. Ja. Hat es aufgehangen? Oh. Ach so, es hat bei mir gerade voll geruckelt. Eine Stunde. Warum? Deine Stimme, was mit denn los? Oh nein, soll regnen, ey, bitte. 30 Minuten. Oh, eine Viertelstunde. 10, 9, 8. Bock wieder schnell. Ja! Fast. Ja, okay, ich fahr verkaufen. Okay. Ja, ganz knapp an deinem Limit, ne? Ja, das ist okay. Obwohl, sollen wir noch einen Tag riskieren? Na, eher nicht, weil sonst hast du wieder Scheißpreise. Ja, das kann natürlich auch passieren. Ach, guck mal, den ich da hinten sehe mit den beiden Hängern. Und ein Mähdrescher, der 315.000 plus Schneidewerk kostet, glaube ich. Also ungefähr. Bam. Es geht auch gar nicht in die Federn gerade. So kaum. Wurde denn da schon gespritzt und wo nicht? So, an der Mühle sind die Preise so gut, ne? Ja. Hä? Sehe ich denn, ob das jetzt gespritzt ist oder nicht? Ey, das kotzt einfach. An der Textur, wenn das dunkler ist. Boah, ist ja voll schwer zu unterscheiden gerade, ne? Ich speichere nochmal. Speichern, weiter spielen. Und direkt den nächsten. So, wir haben schon 60.000. Oh. Aber zu zweit geht das alles echt schnell, muss ich sagen. Mhm. Zu zweit macht es irgendwie auch mehr Spaß. Ja, irgendwo auch. Ist nicht ganz so eintönig. So, jetzt überlege ich gerade, sollte ich den kompletten Raps verkaufen? Mir ist egal. Ich glaube fast. Mal sehen. Lass mich überraschen, wie lange ich Lust habe, Raps zu verkaufen.